Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 80. Das Ganze ist wie immer ein Wochenupdate und es geht um den Bau meiner N-Modellbahnanlage, aber auch die Spur Z wird hier mit eingebaut werden. Ihr werdet es noch sehen. Und heute geht es um das Wechselmodul. Meine Anlage hat ja unten in der Mitte ein großes Modul, 1,20 Meter oder weiß gar nicht, wie groß es ist. Ich habe es damals mir sägen lassen, ich wollte es nicht selber machen, damit wirklich, weil ich habe gleich zwei Bretter gekauft oder zwei Platten gekauft, die dann ausgetauscht werden können. Und die sollten natürlich eine identische Größe haben, damit ich keine Probleme kriege, weil die Weichenübergänge, die Gleisübergänge brauchen ja da wirklich ganz, ganz wenig Platz, dass die Züge schön rollen. Und wie ich die Platte heute fertig mache dafür, das heißt, fertig ist es schon und ich habe es ja auch in der letzten Woche auch schon eingebaut. Aber heute kommen die Gleistrassen, heute kommen die Rampen, heute kommen ganz interessante Sachen. Macht's schön gut, bis gleich, ich freue mich auf euch. Ja, und da sind wir schon wieder zurück im Video. Wir sehen es heute, wie beim letzten Mal, die rot markierte Stelle ist das, wo wir uns heute aufhalten werden. Jetzt sehen wir natürlich mal das Video im Hintergrund in Farbe und nicht nur in Schwarz-Weiß oder in umrandeter Farbe, sondern wir sehen es mal, wie die Lok hier fährt. Und zwar ist das das Gleis im Hintergrund, was eigentlich gar nicht geplant war. Ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, es sollte lediglich das Modul unten hin. Auf dem Modul sollten von beiden Seiten eigentlich von der linken Seite sogar nur ein Gleis reinkommen, und zwar wo es von der Wendel runter geht. Wir werden es nachher gleich noch sehen, vielleicht werde ich es auch noch ansprechen, was man, wenn ich dran denke, mal wieder und das nicht mehr vergesse. Und da ich mir dann letztes Mal überlegt hatte, nee, ein bisschen mehr Spielspaß muss rein, habe ich dieses Gleis hier unten noch gelegt. Das ist jetzt schon die dritte Ebene unten drunter. Wir sehen es ja, wo die lang fährt. Oben das Holzbrettchen ist übrigens weg, wo später mal die Brücke hin soll. Und ja, und das ist der Abzweig, den wir gerade hier sehen, der hier so nach links von uns aus gesehen weggeht, wo ich da gerade rumpinsele, wo ich gerade den Kleber ein bisschen zwischen die Schwellen rein schmiere oder rein bürste oder wie auch immer. Und zwar ist das deswegen, weil das Gleis liegt, das Gleis liegt jetzt tatsächlich an manchen Stellen nicht komplett auf dem Untergrund auf. Das ist einfach dem geschuldet, dass man muss sich das vorstellen, ich komme schräg runter und dann geht das unten um die Ecke rum. Und auf der anderen Seite oder nach gerade weiter runter bleibt das in der leichten Schräge und rechts geht es ein bisschen eigentlich parallel oder gleich hoch hier, da wo wir gerade sind jetzt hier, da geht es halt nicht weiter runter. Und dieser kleine Übergang, den hätte ich jetzt natürlich verschmieren können mit Spachtel, mit hast du nicht gesehen und wie auch immer da rein. Und wenn die Gleise mal so 1-2 Millimeterchen mal schweben an einer Stelle, dann werde ich die oder dann verlege ich die Gleise mit Weißleim, wir haben es gerade gesehen, dann wird es zwischen die Schwellen sozusagen reingebracht. Wichtig ist, dass das Gleis, die Schwellen von unten auch, Kleber dran haben. Dass der Kleber nicht bloß reinläuft, unten liegt, sondern dass der Kontakt hat, sozusagen einmal auf dem Boden, in dem Fall den Kork, und einmal an der Schwelle von unten. Und wenn das wegtrocknet, dann sind das wie so kleine, Weißleim wird ja extrem hart. Und dann steht das Gleis wirklich auf. Also das liegt dann auf dem Kleber auf, weil der so hart geworden ist. Und da kann man kleine Stellen tatsächlich wunderbar mit kaschieren sozusagen. Und wenn das Ganze nachher eingeschottert ist, wird das sowieso noch fester. Weil der Schotter, ihr wisst es selber oder wer es noch nicht weiß, der Schotter wird ja auch extrem hart, wenn man den reingelegt hat. Ups, jetzt bin ich am Mikro hängen geblieben. Mit dem Barthaar, das ist nicht so lustig. Doch ist es. Und dann hat man sozusagen den Übergang, wenn das Gleis mal so ein paar
Zentimeter, mehr ist das nicht. Also ich habe jetzt hier nicht einen Meter, was ich auf Weißleim lege. Das ist wirklich nur der Übergang von dem Holz, was runtergeht, um die Ecke geht, damit das wirklich schön dem Gleis den eigenen Willen lassen. Da hinten sehen wir es, wo der Hänger steht. Da sehen wir gerade, wo der Rittkontakt da in der Mitte so ist, wo der Stift hin zeigt. Da schwebt das so ein kleines Stückchen mal an der einen Stelle. Aber alles nicht dramatisch, wie gesagt. Das ist bombenfest im Moment und das hält wunderbar. Hier vorne sehen wir jetzt gerade, was ich jetzt mache, die Trasse, die vorne erhoben wird. Das heißt, das kommt so mit so einem zweiten, so ein Siebdruckbrett ist das hier, glaube ich. Wird das nochmal hochgelegt. Also ich möchte nicht ein Brett haben und da liegen Gleise drauf, das gefällt mir nicht. Wir sehen es ja auch von hier links, hier kommt das Gleis relativ hoch rein, geht dann hier auf diese OBS-Platte drauf und dann auf das andere Brett. Und da wollte ich eigentlich eine Linie machen und wir sehen es unten links im Bild, da schwebt das jetzt, da habe ich dann mir aus Sperrholz, dieses Mal keine Mandarinkiste, dieses Mal ist ein vernünftiges Brettchen sozusagen, was ich mir da gesägt habe. Und weil ich noch nicht weiß, entweder wird es verfüllt, es wird ein Bahndamm oder ich werde eine Art Brücke draus bauen, wo dann wie so ein kleiner Bach so mal so unten rausfließt aus meiner Anlage. Mal sehen, ihr kennt mich. Ich baue, wie mir der Kopf wächst und was mir gerade so einfällt und damit habe ich alles offen. Ich hätte eine kleine Brücke vorbereitet, aber ich habe auch einen Bahndamm vorbereitet, wenn ich das verfülle von unten. Ne? Dann wird es dann bloß so ein bisschen rund und dann ist die Sache erledigt. Mal gucken, was mir so unterkommt, so einfällt. Hier sehen wir es übrigens. Ne? Dieses Brettchen meine ich, da kann man alles Mögliche mitmachen. Ja, muss nicht auf die ganze Breite sein, nur ein Stückchen davon oder irgend sowas in der Art. Und das muss natürlich jetzt, wie wir jetzt hier in Teil 2 die Rampen sehen, muss das natürlich von unten verschmiert werden. Das muss ja ein sanfter Übergang. Und wir sehen es auch leicht dahinter, wo ich gerade mit dem Brettchen unten von der handmäßig arbeite. Da ist noch mal so ein Übergang. Das sehen wir übrigens gleich. Da oben sehen wir schon. Da habe ich es eingeblendet und da sehen wir schon die Abfahrt sozusagen. Weil hier davor kommt das Gleis, die Weichenstraße Nummer 2 aus dem letzten Video. Die führt einmal sozusagen nach unten runter. Unten runter, ihr wisst, was ich meine, also runter. Und ja, das mache ich hier, guck mal, mit dem Blechlineal. Super Sache. Man muss natürlich das Lineal schön sauber machen danach. Aber man kriegt dadurch wirklich, zumindest solange das Lineal ist. Ich habe noch bis zu einem Meter solche Dinger da. Und da kann man das so schön abziehen. Das macht sich natürlich jetzt in dem frischen Zustand nicht ganz so gut, wenn der Spachtel ein bisschen abgetrocknet ist. Und man hat da so eine leichte, wie so eine Haut, wie beim Pudding, ne, so oben drauf. Dann kann man das noch besser abziehen. Aber ich kann es ja immer nicht abwarten. Aber ich wollte es sowieso relativ glatt haben. Wir sehen es schon, ich habe hier so ein Stückchen Sperrholz genommen und ziehe das sozusagen dann drüber und drücke die Spachtelmasse schön gleichmäßig auf die ganze Strecke rein. Und hier mache ich mit dem Lineal noch eine scharfe Kante. Und hier sehen wir schon, mit einem kleinen Stückchen Holz gehe ich da so langsam hoch und wieder runter, so dass es eben wirklich eine Oberfläche wird, die sich sehen lassen kann zum Schluss, die schön gleichmäßig ist. Und natürlich ums Schleifen kommen wir ja auch nicht drum rum, weil man kann sich Mühe geben, wie man will. Das ist nicht unwichtig, dass man das schön gerade hinkriegt. Und da werden die Gleise nachher hochfahren, da links davor kommt eine Weiche. Ich habe da schon einiges vorbereitet für das nächste Video, da werden ja die Gleise, hier sehen wir es schön, ne? Hier geht es rechts runter, da Richtung, wo hinten da der Griff da liegt. Und dann geht es dahinter, wo die Pinnnadeln sind. Und oben ist die Strecke, die nicht geplant war. Ja, ich bin ja wieder nach einer Woche im Vorlauf jetzt hier. Und ich muss sagen, es macht sich. Es sieht gut aus mittlerweile und es gibt genug Spielspaß. Und darum geht es uns ja auch. Hier sehen wir, wie ich alles, wie gesagt, nochmal verschliffen habe. Und jetzt natürlich meine große Schwäche. Nein, es sieht einfach schöner aus, als da so ein weißes Kleckse und dann da Gleise drauf zu kleben. Es wird grundiert, schwarz, wie immer. Und das habe ich an vielen anderen Stellen auch noch gemacht. Es gibt einfach ein runderes Bild. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und es sieht fertiger aus. Ja, als man da so diesen weißen Spachtel da so verschmiert und verschliffen hat. Und außerdem bindet es auch Staub, die ganze
Farbe. Hier haben wir jetzt natürlich auch unlackiert. Ich weiß gar nicht, ich bin ein bisschen... Ach nee, hier habe ich gezeigt, wie ich die Platte abnehme. Hier sehen wir das Modul. So einfach kann ich das abheben. Und zack, ist die Platte wieder offen. Aus dem einfachen Grund, weil da unten drunter, da wo nämlich die weiße Tüte liegt oder auch das Becherchen steht, da kommen später die elektrischen oder elektronischen Bauteile hin. Da kommen die Leiterplatinen hin für meine Weichen. Da komme ich aber nochmal separat zu, was ich da machen möchte. Hier sehen wir übrigens die beiden Module, die ich mal gebaut habe. Sprich links diese Felsenwand, die alte Wartungsstelle und rechts war der Zeppelin-Landeplatz. Und die habe ich mal abgenommen, dass man einfach mal ein bisschen Größenvergleich so hat, wie groß das als alles ist. So, ne? Und damit ich da unten was sehen kann, damit ich, wenn mal was nicht funktioniert, auch wenn man alles sich Mühe gibt und macht und bastelt und friemelt, sieht man da nichts, wenn man drunter guckt. Deswegen wird jetzt alles von unten nochmal beleuchtet. Und das mache ich mit solchen kleinen, ja, Dreier-Stripes hier. Und ich wurde mal von jemandem angesprochen, warum ich keine kompletten lege. Ich habe komplette da. Ich glaube, ich habe sogar 10 Meter Schnitte hier liegen. Aber die möchte ich dafür nicht verwenden, weil so viel Licht brauche ich da unten nicht. Und die Dinger sind einfach hell genug. Wir werden es jetzt hier gleich sehen. Schaut mal, das ist hell genug. Da brauche ich keine komplett durchgehenden Stripes runter zu kleben. Ich will ja da kein Fußballplatz beleuchten oder sowas. Ich möchte was sehen. Hier sehen wir es schon mit Licht. Hinten in der Mitte das Weiße unten drunter. Das waren die Lichter, die leuchten oder was weiß ich, was ich sagen wollte. Die da hinten beleuchten alles. Und da sind noch mehr Lampen dazugekommen unter die beiden Leisten von der Seite her. Von vorne wird noch was reingeleuchtet. Also da ist genug Licht und mein Zimmerlicht ist komplett aus. Das ist nur Beleuchtung von meiner Anlage, von der Untergrundbeleuchtung. Und diese Untergrundbeleuchtung, wie gesagt, wenn mal was ist, man kann wunderbar drunter gucken, weil das Modul, was vorne ist, das ist ja kippbar. Also das kann man aufklappen und dann kann man da wunderbar an die Elektronik drunter. Hier sehen wir es nochmal, hier habe ich den linken Teil ausgeschaltet. Dann kann ich den mittleren Teil ausschalten und ich kann auch den rechten Teil. Also wir sehen es, ich kann überall das Licht einschalten, so wie ich es brauche. Alles mit separaten Schaltern, also es leuchtet nicht immer alles. Und das wär's. Und das, was wir jetzt hier sehen, das kommt nächste Woche. Da werden nämlich die Gleise gelegt, da werden die Gleisübergänge gelegt, die Modulübergänge für die Gleise. Da habe ich mir eine ganz tolle Sache ausgedacht. Wir sehen es da hinten schon ein kleines bisschen rauslugen. Aber die interessanten Sachen kommen jetzt hier auf der linken Seite. Ich wollte schon erzählen, wie ich es gemacht habe. Das möchte ich euch im Video 81 nächste Woche zeigen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Wer mich noch nicht abonniert hat, ich freue mich drauf. Umso mehr Spaß macht es, je mehr Leute sich das angucken und nette Kommentare drunter schreiben, umso schöner ist es doch. Macht's schön gut, bis nächste Woche. Euer Uli aka Aquapainter. Tschüss!